Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Sibershusum. Heute bereits schon die, die dritte Folge ist das heute schon, ne? Krass eigentlich. Also nicht heute, sondern generell die dritte Folge. So, es gibt wieder einiges Neues hier auf der Karte. Und zwar habe ich ein paar Fahrzeuge gewechselt, weil es da gestern ein bisschen Kritik an dem ein oder anderen Ding gab. Ich habe erstmal den Anhänger ein bisschen beladen, hier mit Spanngurten, alles was geht, ne? Und dann habe ich noch zwei, drei coole Sachen. Warte, ich zeige euch mal. Ich zeige euch nicht alles, aber so, wir fangen mal hier an. Ich habe die Seemaschine getauscht. Ne? Eine Amazone D9 ist es jetzt, weil da gab es ein bisschen, ne? Das, was ich gehabt habe, das war ja nicht das Gerät. Das hat er nur zum Gucken oder zum Leihen, zum Versuchen gehabt. Und ja, da habe ich sie getauscht. Da kommt noch was vor. Und zwar wurde mir gesagt, da kommt das Ding hier, glaube ich. Ich glaube, das Ding kommt da noch hin. Wir müssen es aber mit Hitch kaufen, glaube ich. Und mit einer Packerwalze. Ich habe keine Ahnung, was das alles heißt, ne? Moment. Ich muss hier. Ah, mein Controller. Moment. So, sorry. Den habe ich noch gekauft. Ich glaube, den kann ich irgendwie so. Wir testen das mal gleich. Der steht jetzt hier und dann gibt es noch ein neues Fahrzeug. Auf das bin ich, da bin ich ein bisschen, das finde ich cool. Das hier, guck mal. Der hat doch sowas auch, der Stefan, ne? Wurde in den Kommentaren vorgeschlagen, das Ding hat sogar URL. Ist krass, oder? Ich habe es jetzt, also ich habe es mal zum Aufladen verwendet. Sieht geil aus, oder? Habe ich gleich mal so ein Beizefässchen-Ding drauf gemacht. Ist schon cool, so ein Ding, ne? Sowas, glaube ich, hatte auch der Stefan. Und deswegen wurde auch in den Kommentaren vorgeschlagen, habe ich mit reingenommen. Danke euch, vielen, vielen Dank. Und jetzt müssen aber mal ein bisschen vorankommen hier, ne? Wir kommen ja nicht wirklich voran. Jetzt stehen wir seit zwei, drei Folgen hier auf dem Feld rum, auf dem Dingens rum, beim Händler rum. Gut, was ist noch? Es wird noch sehr viel kommen, kann ich euch sagen. Ich habe nämlich vom Modder, die Karte, habe ich nämlich schon gehört, dass er für mich zum Beispiel einen Drescher und noch irgendwas hätte. Das werde ich auf alle Fälle mit reinnehmen, wenn ich das bekomme von ihm. Sehr, sehr cool. Ah, guck mal. Ah, so muss das, glaube ich, sein, ne? Das heißt, da kommt die Tage auf alle Fälle noch was auf uns zu. Oder auf euch zu, wie auch immer. So, jetzt werden wir das mal testen. Ich habe ja, glaube ich, Follow Me Mod mit drin, ne? So, wir werden jetzt immer mit der ersten Kiste, sage ich jetzt einfach mal, nach Hause fahren. Ich glaube, Follow Me Mod ist jetzt nicht cheaten, weil irgendwie muss ich ja nach Hause kommen, ne? Und deswegen werden wir jetzt einfach mal anfangen. Ich habe auch sehr viele Mods bekommen von euch. Eine Bitte hätte ich an der Stelle noch. Ich habe keine Follow-Me-Mod mit drin. Okay, dann fahren wir mit jedem Ding einzeln nach Hause. Ist ja kein Problem. Eine Bitte hätte ich noch. Ich finde es mega, mega nett von euch, dass ihr euch die Mühe macht und Mods in den Kommentarbereich reinschreibt und so weiter. Finde ich sehr, sehr cool. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Aber zwei Sachen dazu. Erstens, bitte keine LS13-Mods, weil da waren sehr viele LS13-Mods dabei. Und zweitens, keine Mods von Modclaw-Seiten. Solche Sachen wie ls17mods.com, da gehe ich gar nicht drauf. Ganz ehrlich, weil, nö. Nö, da habe ich keinen Bezug zu. Ey, ich fahre falsch. Fahre ich falsch? Ich fahre sowas von falsch, ne? Oder wie war das jetzt? Warte. Ich bin noch neu hier, ne? Ihr müsst mir noch ein bisschen verzeihen, bitte. So, aber, ich glaube, ja, weiß gar nicht, wo sind wir denn? Zu Hause? Glaube, da, wo die Kühe, ist eine gute Frage. Ich weiß es jetzt gar nicht, ne? Muss ich euch jetzt gestehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir hier irgendwo zu Hause sind. Weil ich bin, glaube ich, eine lange Gerade runtergefahren. War das nicht hier, wo wir zu Hause sind? Doch, hier vorne war das, ne? Ja, hier vorne war das. Okay. Ne, dann passt schon. Da bin ich noch falsch gefahren. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal hochfahren. Also, ihr seht, die Karte ist schon relativ groß für meinen Geschmack, ne? So, da ist der Händler, genau. Ich bin nämlich links rum und dann... Ja, okay. Alles gut. Alles gut, alles easy. Ich möchte jetzt absichtlich keinen Crespin nehmen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte eben so viel wie möglich alleine machen. Und da gehört dann einfach mal dazu, dass man auch mal ein bisschen fahren muss, wenn man ein neues Gerät kauft, wenn man den Traktor in die Werkstatt bringt und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn wir da... wenn wir da einfach ein paar Strecken alleine fahren müssen, ist halt nun mal so. Die Felder müssen angesät werden, habe ich gesehen. Angesät werden, gesehen, verstehst du? Okay.
Und das werden wir dann auch gleich angehen. Mal schauen, wir werden als zweiten werden wir jetzt den Anhänger mit den ganzen Big Bags nach Hause bringen und den Frontlader. Dann werden wir mal gucken, ob wir heute vielleicht noch ein, zwei Big Bags abladen können. Und vielleicht noch diesen kleinen John Deere Flitzer. Der ist wirklich cool. Also, dass es den gibt, hätte ich mir nicht gedacht. Und ja, da geht genau eine Palette hinten drauf. Ne? Ich habe auch schon Saatgut drauf gehabt, aber da geht das so übelst nach vorne hoch, wenn hinten die Palette zu schwer ist. Alter, guckt euch mal diese Felder hier an. Weiten über Weiten. Wahnsinn, so schön hier. Mir gefällt das richtig gut. Was, da gehört doch irgendwas, gehört auch uns hier. Vorne, 48, 49, gehören alle schon uns, ne? Die 6 gehört auch uns. Ja, mit dem Drescher. Ah, genau, Gold Nuggets. Gold Nuggets wurde zum größten Teil gesagt, sammeln. Zum größten Teil, ein bisschen unter Umständen, ja. Aber ich würde das tatsächlich so machen, ich würde mir jetzt keine XXL-Maschinen kaufen von dem Geld. Ich würde das vielleicht in ein paar Felder investieren und vielleicht in ein paar Tiere. Also ich sag's mal ganz offen und ehrlich, wenn Gold Nuggets, dann nur Felder und Tiere. Was anderes habe ich kein Bock drauf. Also ich möchte mir jetzt nicht einen 900er-Fan kaufen mit dem Geld, das auf keinen Fall. Sondern ich möchte einfach nur, wie gesagt, Felder, Ländereien, Ländereien ist jetzt falsch, aber Felder auf alle Fälle haben und auch ein paar. Paar mehr Tiere, ne? So. Ich weiß. Ah, glaube ich, unser Maschinenstall ist ja da hinten, ne? Was ich so weiß. Glaube ich, ist das hier hinten. Jo, das sieht schon mal gut aus, ne? Dann werden wir das so machen. Kann ich das verschieben hier? Was natürlich sehr, sehr cool wäre. Ah, ja. Ah, oh. Oh, okay, die waren ineinander. Sehr, sehr cool. Das heißt, das aufschieben. Ja, läuft, ne? Das ist ein cooles System. Du kannst alles zumachen, du kannst aber auch auf alles Kleine zusammenschieben. So. Das heißt, wir packen das Ding jetzt mal da rein. Oh, diese kleinen, feinen Gerätschaften, ne? Das sieht man gar nicht mehr häufig heutzutage. Weil alles muss immer noch groß und dick und am besten, ja, schon fertig sein. So auf die Art und Weise. So, wo lassen wir denn unsere Traktoren stehen? Ich glaube, der Stefan hat die Traktoren noch immer in so einer Halle drin stehen, ne? Hier zum Beispiel. Da hat doch auch ein Traktor noch neben Platz. Ich weiß, dass es bei ihm immer relativ eng zugeht. Es kommt mir zumindest zuvor. Also da muss man teilweise schon gucken, dass Platz ist, ne? So, solange unter Dach steht, ist alles gut, habe ich gehört. Oh komm, wir fahren mit dem jetzt nach Hause. Der ist sowas von nice. Weiß gar nicht, wie schnell. 55 fährt, okay. Dann fahren wir nach Hause mit dem Ding mal, ne? Ist zwar nicht optimal und zwar jetzt kein mega geiler Mod, ne? Aber, hey, warum nicht? Hupe hat er? Ja, Hupe hat er, siehst du? Und Umleuchte hat er keine? Ne, hat er keine. Ist aber auch nicht tragisch. Was ist das für ein Knopf hier unten? Ah, das ist der Dieseltank wahrscheinlich. Uah. Fährt auf alle Fälle relativ flott, das Ding hier, ne? Oh, obwohl ich die Beize-Dinge hinten drauf habe, läuft. Okay, wie geht's denn weiter? Ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mir anschaue, was die Felder brauchen. Beziehungsweise nicht, was die Felder brauchen, sondern vielmehr, was wir machen müssen. Müssen wir sie pflügen, wir müssen sie auf alle Fälle düngen, das ist schon mal safe. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, müssen wir sie pflügen, müssen wir sie hier und da, und hast du nicht gesehen? Wir schauen uns das einfach an. Wir schauen uns das an und dementsprechend werden wir dann handeln, würde ich sagen. Aber das ist schon ein ziemlicher Weg hier runter, ne? Ist es zwar eine Gerade, ja? Boah, das ist aber eine gute Bremse hat er auch, ne? So, lass mal das kleine. Ne, ich nenne das. Pack das auch hinten hin, ne? So ein kleines Spaßmobil, glaube ich. Jo. So, können wir nicht hier reinpacken, oder? Müsste sich aber ausgehen, ja, siehst du. So. So, können wir hier stehen lassen. Zack. Dann kommt der Kollege, das ist richtig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, der ist ein bisschen schwer beladen. Wegen diesen Anhänger, ne? Viele werden jetzt sagen, oh, der Anhänger ist nicht gut, der schwimmt ja ein bisschen. Wenn so viele Big Bags drauf sind, dann schwimmt jeder Anhänger, liebe Leute. Du darfst dann einfach nicht mit 50 in die Kurve reinfahren. Das ist halt nicht cool, weißt du?
So, dass er jetzt eine gewisse Neigung hat, ist aber auch irgendwo klar. Oh, hier haben wir einen kleinen Verkehrsunfall. Wir schummeln uns da mal vorbei. Oh, jetzt rammst du mich aber nicht weg, oder? Danke. Aber ich habe die Big Bags doch Premium verladen, also bitte. Weil da jetzt noch was zu jammern hat, da weiß ich nicht, ey. Bin ich jetzt richtig gefahren oder bin ich wieder falsch gefahren? Ne, ich bin richtig gefahren. Alles gut. Das hier geht auch in Feld uns, ne? Feld 40, hier links hinten. Ja, cool. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Mit 41 fahren wir halt nicht so schnell. Aber er gibt alles, Herr Deutz. Da kannst du nichts sagen. Ja, hat sich natürlich auch der eine oder andere gemeldet, der gesagt hat, yo, Werner, ich kann dir da was machen mit den Mods und so weiter. Generell gilt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein paar geile Mods zusammenbringen wollen, können hier. Ich freue mich über jeden Mod, der vorgeschlagen wird. Ich würde euch aber bitten, dass, wenn ihr wirklich privat umgebaute Sachen habt, dann schreibt das nicht in die Kommentare als Share-Mods-Link oder irgendwas, weil dann ist das nicht mehr privat, sondern öffentlich. Sondern schreibt mir einfach eine E-Mail. Eine E-Mail mit an werner@burning-gamers.de und dann bekomme ich das direkt. Da guckt keiner sonst rein. Das ist wirklich nur mein Postfach. Und ja, da könnt ihr mir gerne Sachen zuschicken und ich gucke mir das gerne an. Und wenn das wirklich cool ist und geil ist, dann nehme ich das auch mit rein. Auf alle Fälle. Wenn es jetzt aber nur ein Mod ist, wo jetzt halt, weiß ich nicht, wo jetzt ein Licht dazu gebaut wurde und der was Lure-Arrows wirft, dann nehme ich den nicht mit rein. So kann man das, glaube ich, schon sagen allgemein. Und was machen wir noch? Ja, was halt auch die Frage war, ist, weil der Stefan, der Sibus Husum, hat ja keinen Drescher. Der ist ja wirklich nur, der arbeitet mit LU zusammen. Und ich habe aber gesagt, das ist so eine Sache, die ich gerne ändern würde. Ich kaufe jetzt aber keinen 15-Meter-Drescher, weißt du? Das mache ich ja auch nicht. Es bleibt schon alles im Rahmen und im Verhältnis. Wir fahren vorne rein, weil das macht ja keinen Sinn, weißt du? Da jetzt großartig mit irgendeinem XXL-Teil aufzutrumpfen, passt überhaupt nicht zum Spielerprinzip, meines Erachtens. So, jetzt ist natürlich die gute Frage. Ich glaube, er lässt die Big Bags teilweise draußen stehen, ne? Oder lässt er sie drinnen stehen? Ha. Ich weiß auf alle Fälle, die Hackschnitzel, die müssen in die Heizung rein. So, hier ist noch eine Halle. Ja, wir können das alle hier reinpacken, ne? Guck mal, wie viel Platz hier ist. Das können wir wegmachen, ne? Das können wir wegmachen mit Mausklick. Das ist schon mal richtig cool. Da kommt das getrocknete Getreide raus. Kann aber auch noch hier rüber geschickt werden. Irgendwie so war das. Ich muss mir das nochmal genau angucken. So, den machen wir schon mal aus. Und dann holen wir nochmal den Kollegen Frontladder hier. Dann ist es der letzte, ne? Könnte natürlich jetzt auch ein Big Bag mitnehmen vorne, aber das macht man nicht, weil hat man keine Ladungssicherung, gar nichts. Und deswegen lassen wir das mal ganz geschmeidig sein. So, der kommt nach Hause. Und dann können wir morgen richtig anfangen zu arbeiten. Richtig anfangen zu arbeiten. Dann haben wir wirklich alle Maschinen zu Hause. Und dann können wir morgen abladen. Wir können schon mal den ersten Traktor vorschicken zum Pflügen gegebenenfalls. Wir können säen und wir können einfach richtig losstarten morgen. Da habe ich Bock drauf. Vielleicht können wir auch ein bisschen die Schweine schon versorgen, mit ein bisschen ein Schluck Wasser geben. Und vielleicht haben wir auch einen Lagerstand, das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Und sonst, ja, wie gesagt, Goldnuggets ist noch ein Thema wegen Felder. Aber nur wegen Felder, sonst eigentlich wegen nichts. Feldertiere. Und, aber wie gesagt, da schauen wir uns morgen an. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie es wird. Aber ich habe da schon Bock drauf. Vielleicht schaffe ich es auch morgen nochmal zwei, drei Mods mit reinzunehmen. Das soll jetzt aber kein Versprechen sein, weil morgen wird stressig. Das weiß ich jetzt schon. Oh, Alter. Aber, es freut mich sehr, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Dass so viele Leute auch bis Zeit nehmen und mir Mods raussuchen und dann mir schicken. Und das finde ich wirklich absolute Klasse von euch. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube schon, dass wir hier gemeinsam schon einiges machen können, was cool ist. Es hat auch jemand in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich ein Intro machen soll, wie der Stefan das hat. Mit der Drohne über den Hof fliegen, mit dieser Musik, die er hat. Und dann würde ich, weiß ich nicht, ich überlege mir da was. Es wäre auf alle Fälle cool, aber das ist halt wieder so viel Zeit, was das kostet, ne? Aber ich überlege mir da was. Es wäre auf alle Fälle cool, wenn man wirklich sein Intro in den LS übertragen kann, weißt du? Das wäre wirklich, wirklich genial. Aber das soll jetzt kein Versprechen sein. Ich schaue, was ich machen kann und dann werde ich gucken, ob ich es schaffe. Und
Ja. Gut, aber das war's schon wieder für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid wieder weiter mit dabei bei der nächsten Folge. Das ist dann demnach morgen früh um 5 Uhr. Ja, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.